So, meine Lieben, willkommen zurück bei meinem Let's Play Hogwarts. Wir sind jetzt hier am Markt Oh, stehen hallo. geblieben. Haben Sie Jetzt kurz müssen wir die Zeit? ganzen Sachen Ich reparieren. schaue mal, was er will. So, machen wir mal weiter. Kätzchen, Miet, 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 Miet. So, was machen wir denn so Schönes? Okay, reparieren. Nee, warte, das ist Reparo. Na also, so gut wie neu. so. Ey, das schwule Buch hier, Alter. Oh, Scheiße. Das Buch kriege ich noch. Reparo. Jetzt hat Officer Singer eine Sorge weniger. Warte. Da ist das Buch. Komm her, hier. Ich kriege ich. Levioso! Hör mit dir. Reparo! Komm jetzt her. Accio! Sehr schön. Reparo! Zum Glück haben sie nicht mehr zerstört. Ja. So, jetzt noch ein einziger. Tada, muss ich hier rein? Mr. Hill spricht in höchsten Tönen von dir. Hallo, Sir. Ich glaube, wir kennen uns noch nicht. Ich bin entzückt. Augustus Hill, Tuch- und Kleiderhändler der Extraklasse. Ich danke Ihnen für Ihre Tapferkeit im Kampf gegen diese Trolle. Ganz zu schweigen davon, dass Sie Hogsmeade wieder in einen ansehnlichen Zustand versetzt haben. War mir ein Vergnügen. Einen Orden des Merlin hätten Sie verdient. Aber ich kann Ihnen etwas viel Nützlicheres anbieten. Mir gehört Besenknechts Sonntagsstaat. In meinem Inventar befinden sich einzigartige Dinge, die einen gewissen Schutz bieten. Lebensrettenden Schutz. Da ich annehme, dass das nicht Ihre letzte gefährliche Auseinandersetzung war, gebe ich Ihnen einen Satz solcher Roben. Zum Dank für Ihre heutige Tat. Danke, Mr. Hill. Das ist sehr großzügig. Das ist doch das Mindeste. Dann probieren wir das hier doch mal an, ja? Wir haben heute viele Waren. Lassen Sie sich Zeit. Nö, was war Sie ich? Werden nicht enttäuscht sein. Das ist Der Rest interessiert mich nicht. Mich interessiert das Umziehen nicht. Mich interessiert es nicht. Sie haben ein gutes Auge für Mode. Ich finde, wir haben uns ein Butterbier verdient. Meinst du nicht? Dann vergesse ich vielleicht, dass ich fast zu Trollfutter wurde. Da kann ich dir wirklich nur zustimmen. Perfekt. Die drei Besen sind gleich hier lang. Ich verkaufe noch mehr kampftaugliche Gegenstände, wenn Sie welche brauchen. Schauen Sie sich nur ganz in Ruhe in meinem Laden um. Lumos! Nee, Lumos ist falsch. Doch richtig? Levioso! Nee, nee, warte. Bevor ich jetzt hier was falsch. Warte. Accio! Nein. Lumos! Da ist es. Hör damit. Nee, das ist falsch. Ah, warte. Revelio! Das ist richtig. So, jetzt haben wir's. So. Folge Sebastian in die drei Besen. Wenn da drin nicht das totale Chaos herrscht, triffst du vielleicht Sirona, die Besitzerin. Es ist gut, sie zu kennen.
sagtest, du kommst in Hogsmeade an das Kind ran, dass du lediglich eine Ablenkung brauchst. Und die habe ich dir gegeben. Ich habe gerade gesehen, wie deine Ablenkung beseitigt wurde. Wer ist dieses Kind? Was verschweigst du mir? Du musst nur wissen, wenn du nicht an das Kind rankommst, dann bist du für mich wertlos. Weg hier. Wurden wir entdeckt? Ich glaube nicht. Was hat der Kobold mit Victor Rookwood zu schaffen? Renrock arbeitet mit Rookwood? Der Kobold vom Tagespropheten? Ich wusste, dass ich ihn kenne. Schnell, los, gehen wir in die drei Besen rein. Es war schön, dich zu sehen, Lord Gok. Ich sag Bescheid, wenn ich was höre. Danke, Sirona. Dann bis bald. Oh, was kann ich... Oh, ein neues Gesicht in meinem Laden. Ist mein erstes Mal hier. Willkommen. Spricht wie ein Kerl, ich gebe euch einen Alter. Aus. Git. Dieser Angriff. Ich schaue später nach den Ladenbesitzern und Bewohnern. Immerhin sind sie wohl auf. Ich hatte Hilfe. Hat ganz allein einen Troll besiegt. Wirklich? Gut gemacht. Danke dafür. Aber gern. Im Ernst, Trolle in Hogsmeade? Das hatten wir ja noch nie. Merkwürdig. Die einzigen Unholde, die uns plagen, sind sonst... Ah. Wie passend. War das Lord Gok gerade eben? Die Kundschaft war auch schon mal besser, Sirona. Keine Sorge, Victor. Wenn sie erst weg sind, wird das meiner Kundschaft nur zuträglich sein. Würde ich an ihrer Stelle lassen, Theophilus? Na, na. Das Theater können wir uns doch sparen. Ich bin nur aus einem Grund hier. Mein Gast genießt ein wohlverdientes Butterbier. Es dauert nicht lang. War ich nicht deutlich genug? Mein Gast ist gerade beschäftigt. Man sollte meinen, dass ihr genug Blut vergießen hattet. Komm, Theophilus. Mit den drei Besen geht es bergab. Ist unsere Galeone nicht wert? Du kannst nicht ewig Butterbier trinken. Sie haben sich einen mächtigen Gegner gemacht. Vorsicht! Rookwood und Harlow sind schlimmer als alle Trolle dieser Welt. Trolle? Renrock und Rookwood? Was verheimlichst du mir? Ich werde dir alles erzählen. Aber jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt dafür. In diesem Sinne, ich denke, wir sollten zum Schloss zurückkehren. Und der spricht mit Sebastian von den unterhalten. Wenn ich mit dir sprechen soll, warum verpisst du dich denn, du Idiot? Ach, vor den drei Besen. Ich bin froh, dass Sirona da war. Ich sagte doch, sie ist eine von den Guten. Ja, das stimmt. Sie schien gar nicht eingeschüchtert von Rookwood und Harlow. Du musst mir aber erklären, warum Victor Rookwood es auf dich abgesehen hat. Vielleicht später. Erstmal sollten wir zurück ins Schloss. Professor Weasley erfährt sicher bald von dem Trollangriff, wenn sie es nicht schon weiß. Ich riskiere lieber keine Strafarbeit, weil wir zu spät zurückkehren. Du musst nach dem Weißraum zurückkehren, nutze die Karte. Ja, ich möchte mich wohl gerne hin teleportieren, weil jetzt habe ich gerade keinen Bock zum Laufen. So, Hogwarts da oben. Zack. So, da hinten. Südflügel. Zack. Nö, ich werde reisen. Ich laufe doch da nicht hin.
So, ein neuer Tag. Mal schauen, was uns heute erwarten wird. So, neue Aufträge verfügbar. Dann schauen wir mal. So, Aufträge. Zack. Gekröste Stäbe. Erste Runde. So. Triff dich mit Professor Feig. Ja, wo ist denn Professor Feig? Da gehen wir mal raus, mal gucken. Nachrichten lesen. Eulen wird gesendet. Wenn Charaktere, die du getroffen hast, Anfragen oder Neuigkeiten für dich haben, wähle Professor Fick, um seine Eulenpost zu sehen. Kommen Sie zu mir. Ich habe etwas in den Medaillon, das wir in Gringotts gefunden haben, entdeckt. Dann werden wir mal Ihnen einen Besuch abstatten. So, sehr schön. Dann möchte ich mal sagen, ich muss hoch oder runter. Kann ich auch eine Schnellreise benutzen? Warte. Ja, bitte hin. Wie gesagt, ich werde definitiv erstmal nur die Hauptstory machen. Die Nebenquests mache ich später als extra Videos. Ja. Es sei denn, es geht was aus dem Weg und ich finde was, dann kann ich es natürlich mitmachen. Aber ansonsten mache ich erstmal nur die Hauptstory. Wem es nicht passt, kann ich es nicht ändern. Ist also fertig. Ich habe noch einen neuen Teleporter-Stein gefunden. So, ab zu Professor Feig. Guck mal, bis auf den Ausdruck, ey. Feig, Feig, Feig. So. Was war denn das jetzt für eine Scheiße? Professor! Schön, Sie zu sehen. Sie auch. Merlin sei Dank, sind Sie unversehrt. Ich habe von dem Angriff gehört. Trolle in Hogsmeade? Sir, die Trolle haben Rüstungen getragen. Sie glühten dunkel, so wie das Drachenhalsband. Koboldsilber! Renrock hat damit den Drachen kontrolliert. Aber wie? Und warum schickt er Trolle? Sie waren meinetwegen da. Ich habe gehört, wie Renrock mit Victor Rookwood sprach. Renrock war in Hogsmeade? Mit Rookwood? Die Trolle waren Renrocks Ablenkung, damit Rookwood mich holen konnte. Das hätte er geschafft, wenn Sirona und die Gäste im Dreibesen nicht eingegriffen hätten. Das ist nicht gut. Wenn Kobolde und schwarze Magier hinter ihnen her sind, wollen sie, was wir bei Gringotts gefunden haben. Sie wollen das Medaillon? Sie sagten, sie hätten etwas darin entdeckt? Ja, ja. Ich entdeckte eine Inschrift. Als ich sie laut vorlas, erschien diese Karte. Clevere Verzauberung. Es ist zwar eine Karte von Hogwarts, aber ich weiß nicht, wohin sie führt. Sie führt zur Bibliothek. Genauer gesagt, in die verbotene Abteilung. Und etwas weiter. Ich sehe Spuren von Magie auf der Karte. Ich dachte mir schon, dass Sie etwas sehen. Brechen wir auf? Ich weiß Ihren Enthusiasmus zu schätzen und ich bin ebenfalls gespannt, was wir dort finden. Aber wenn unsere Erfahrung in Gringotts, ganz zu schweigen von Miriams Schicksal, mich etwas gelehrt hat, dann, dass diese ganze Sache höchst gefährlich ist. Ich möchte, dass Sie mit Professor Hackett arbeiten, bevor wir fortfahren. Aber wie gefährlich kann es in der Bibliothek sein? Wir suchen doch nur ein Buch. Vielleicht geht es wirklich nur um ein Buch, aber wir sollten auf alles gefasst sein. Kommen Sie zu mir, wenn Sie Ihre Verteidigungszauber verbessert haben. Ich werde Professor Hackett sagen, dass Sie kommen. Interessant. Man kann es auch übertreiben.
Weißt du? Boah, das sieht so schick aus, ne? Wahnsinn. Respekt, muss ich echt sagen. Ob mir eine freundliche Seele hilft? Sie wollten mir doch einen neuen Zauber beibringen, Professor. Gut. Professor Fig deutete an, dass Sie Ihre Verteidigungsaufgaben mit gewisser Dringlichkeit erledigen müssen. Aus diesem Grund werden Sie Incendio lernen, den Feuerzauber. Praktisch zum Entfachen von Fackeln, Verbrennen von Spinnweben. Und, wenn erforderlich, zur Verteidigung gegen jene, die uns schaden wollen. Klingt vielseitig. Ja. Aber bevor wir beginnen, habe ich noch einige Aufgaben für Sie. Einige werden Sie vielleicht überraschen. Die Professoren wissen doch oft mehr, als die Schüler glauben. Wenn Sie fertig sind, suchen Sie mich auf. Dann beginnen wir mit der Incendio-Lektion. Sie wissen, wo Sie mich finden, wenn Sie fertig sind. Wenn Sie finden, wo Sie fertig sind. Alte Hexe, du. Gekreuzte Stäbe scheint wohl doch nicht so geheim zu sein. Nur jemand Neues aus meiner misslichen Lage. So, dann schauen wir mal, ne? Wieder am Arsch der Welt. Zwei Runden gekreuzte Stäbe gewinnen. Eine Runde Training in Zauberkombination mit Lucan Bentley durchführen. Oh. Revelio. Ja, damit. Danke. Wie gesagt, wenn ich beim Vorbeilaufen was entdecke, nehme ich es mit. Aber das große Suchen etc. mit den ganzen Extra-Sachen mache ich, wenn ich das Spiel durch habe. Also die Hauptstory. Genau wie sowas hier. Das mache ich aber alles erst dann, wenn es soweit ist. Weil ich denke mal, dafür braucht man auch noch ein paar Extra-Zauber. Ja. Schön, dass du da bist. Lucan ist da drüben. So. Gut, dann war es das erste mit der Folge. Danke fürs Zusehen. Lasst ein Abo da. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.